Welch verregneter Tag heute in Randomien. Ich meine natürlich Randomia. Hallo miteinander, hier spricht wieder mal Tom Nook und es ist Samstag, meine Kerle. Heute gibt es keine Neuigkeiten, obwohl Tina direkt rechts neben mir steht und das erste Haus, das dritte Haus des Bewohners fertig sein sollte. Ich werde euch nun etwas über die Prämien des Nook-Meilen-Programms erzählen. Ich würde euch gerne einen Muss für jeden Hobbybastler vorstellen. Alltagswerkzeuge A bis Z, kauft es! Los jetzt. Sonst könnt ihr euch löschen gehen. Ah ja, so Brüder. Ich glaube, wir sind wieder mal am Start. Bei Animal Crossing. Neue Horizonte. Oh, was geht? Ja, heute ist der Tagesplan zu gucken, ob das Haus endlich steht, dass wir... ja, bei dem wir im letzten Part gewesen sind, denn ich weiß gar nicht. Oh, die Brücke ist fertig. Okay, das ist schon mal Punkt Nummer 1. Geil. Punkt Nummer 2. Verkauft. Okay, ich glaube, das stand da gestern noch nicht, oder? Oder es war leer. Also, oder es war halt... Ja, das kann halt auch sein, ne? Vielleicht war es dunkel und ich habe nicht gesehen, dass da verkauft stand. Oder es stand da gestern halt, wie gesagt, noch nicht. Okay, also es scheint akzeptiert zu sein. Das heißt, es braucht trotzdem noch einen weiteren Tag, damit das Haus vergeben wird. Ist das dein Ernst? Na gut, okay. Dann soll es so sein. Kein Problem. Ja, was machen wir dann heute so, ist die Frage, ne? Was machen wir dann hier mit diesem angebrochenen Nachmittage? Wir werden es sehen. Ja, ich gehe wieder ein bisschen... Fossilien suchen und so, ne? Dies, das. Jungs, entweder ich bin unfähig oder ich habe heute echt nur 3 Fossilien gefunden. Ich habe keine Ahnung. Dann gab es heute also nur 3. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Eugen ist übrigens ein sehr verehrter Bruder. Ich höre dem halt sehr oft zu, wenn ich hier ins Museum offscreen reinkomme und so. Und hier fällt mir dann wieder mal auf, ne, wie einfach diese Animal Crossing-Sprache gesprochen wird. Also es ist quasi, die lesen, glaube ich, jeden Buchstaben vor. Und zwar in ganz schnell, nacheinander. Und pitchen das. Und das klingt dann so, und das ist richtig cool. So, ja, wir stiften jetzt hier diese ganzen 3 Fossilien, die wir heute gefunden haben. Also ich habe echt das Gefühl... Wir können eins verkaufen gehen. Wir können eins verticken. Ich habe echt das Gefühl, dass es heute nur 3 gab. Ich bin erstmal ins Museum rein und dachte so, okay, ich habe 4 Stück, ne? So wie immer halt, wie jeden Tag. Dann sehe ich ins Inventar, es waren nur 3. Ich schaue mich nochmal auf der kompletten Insel um und finde einfach das 4. Fossil nicht. Und ich glaube, das wird uns heute auch zu einem neuen Plan bringen. Einen Plan, den wir wahrscheinlich schon viel, viel früher hätten tun können. Ich... War allerdings zu unfähig, das zu sehen. Moin. Tina, die Schwester, zu der werden wir auch noch kommen. Oh. Das Weichholz versteckt hinterm Markt. Hat wahrscheinlich Schlepp weggeworfen, ne? Die miese Sau. Genau. Zu den beiden gehen wir auch gleich noch hin. Zuerst aber mal müssen wir uns jetzt etwas elementar Wichtiges bauen. Und ich habe gehört in den Kommentaren, hey... Du hast das Item schon und beschwerst dich, dass du es nicht craftest. Es geht natürlich um die Leiter. Und die soll ich wohl schon haben. Aber ich sehe sie nicht. Also... Oh. Moin, Alter. Ich kann mir eine Leiter bauen. Ja, wieso sagt mir das denn keiner? Mois. Ja, wunderbar. Wir bauen uns direkt eine zweite aus Flex. Denn wir haben es ja. Und das reicht erstmal. So. Brüder. Es tut mir wirklich leid, ich habe diese Leiter nicht gesehen. Irgendwie hat mich auch keiner in diesem Spiel darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt Leitern gibt. Tom Nook hält jedes Mal sein Maul, wenn es um Sachen geht, die Wichtigkeit haben. Wisst ihr, was ich meine? Das kann doch nicht sein.
Eine Leiter kommt ins Lager. Und den Rest, den wir halt nicht mehr brauchen, der kommt auch erstmal da rein. Ich habe übrigens noch eine Flaschenpost gefunden. Die machen wir auch gleich noch direkt mal auf. Würde ich sage, risieren. So, ja, das reicht erstmal für unser Inventar. Ja, okay. Niemand hat uns das gesagt, dass wir jetzt Leitern auswählen dürfen. Oder ihr könnt das Gegenteil bezeugen, aber ich habe das halt überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn irgendwer gesagt hat, ach hey, übrigens, du kannst jetzt auch Leitern benutzen. Vielleicht war das in diesem Alltagswerkzeuge-Set drin und ich habe das übersehen. Dann kann es natürlich sein, dass ich das sehr lange schon übersehen habe. Und dafür will ich mich dann auch wirklich entschuldigen. Aber ja, meine Freunde. Ich bin wirklich sehr verwirrt. Das hätte mir wahrscheinlich sehr vieles erspart. An Überlegungen und Nöten und so. Junge. Wie viel gibt uns dieser Schädel? Oh ja, fast 5000. Oh, ist okay. Ja, ist in Ordnung. Ja, okay. So, dann werden wir dann zischen. Hauen Sie rein, Brüder. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich weiß, wir haben jetzt natürlich immer noch die lebenswichtige Aufgabe, diese zwei Häuser zu platzieren und da diese wunderschönen Sachen zu craften. Aber es gibt hier noch ein paar wichtige Angelegenheiten zu vertellern. Nochmal hier der Goldbaumspot. Den wir natürlich direkt wieder eingraben. Hauen Sie rein, Bruder. Es ist gerade übrigens ein bisschen in Nieselregen ausgeartet, ne? Also es ist kein Starkregen, aber es nieselt ein bisschen. Ah ja, der Toni. Ah ja. Hey, alles gut bei dir, Berli? Mhm. Ich wollte gerade eine Laufübung anfangen. 100 Mal hin und her sprinten, machst du mit? Sofort, Bruder. Lass mich nur kurz hier den Leuten etwas verkünden. Hi, was geht, Berli? Ehrenmann. Darf ich raten, was du mit der Schaufel vorhast? Du willst Weltmeister im Schaufellaufen über die Großdistanz werden, richtig? Ich hatte nämlich genau den gleichen Plan. Wir sind also quasi Seelenverwandte, Berli. Ein wahrer Ehrenbruder. Ihr seht diesen Goldbaum hier. Der hat den Regenschirm einfach weggepackt. Obwohl es gerade nieselt. Er ist ein wahrer Sportsmann. Und ein wahrer Bruder. Kannst du bitte aufhören, mich zu filmen? Ja, okay, Sirius. So, wir haben hier drei weitere Geldspots. Mir fällt gerade Sternisäcke. Wie viel das Wort hier. Ja, und diese werden wir jetzt räudigst abbauen. Also moin. Her mit dem Geld. Es waren wieder mal nur 1000 Sternisäcke, wirklich? Wo ist denn jetzt mein 10.000 Sterni-Baum? Ich glaube, das war der, den ich vorgestern oder so gebaut habe. Der könnte ganz oben sein. Ah ja, stimmt. Da müssen wir eh noch die Goldsteinspots abgrasen gehen. Hm. Auch beim Geldstein bin ich heute überhaupt nicht so in Fahrt. Keine Ahnung. Ich habe jeden Stein angehauen und der Geldstein ist nicht existent. Wahrscheinlich musste noch irgendwie reanimiert werden oder so. Okay. Ich denke mal, ich hätte dann soweit alles soweit erledigt und wir können jetzt zum spannenden Teil des Ganzen kommen. Wir werden nämlich jetzt die Leiter benutzen auf ihren Basis. Let's go. Wie geht das jetzt? Darf ich das jetzt hier anbringen? Ah ja, okay. Okay, das ist ja sehr, sehr cool. Ich habe endlich die Leiter. Für viele von euch ist das wahrscheinlich schon seit Tag 1 oder so in eurem Inventar. Bei mir allerdings, muss ich sagen. Was ist das denn für eine Biene? Ist das eine ehrige Honigbiene? Guckt euch mal an, wie die gerade den Nektar trägt. Ein wahrer Ehrenbruder. Oh, was? Als ob der sogar noch die Funktion hat, den Nektar zu sammeln. Ein wahrer Ehrenbruder. Naja, jedenfalls, jetzt sind wir endlich auf dem Stand von allen anderen, die Day One irgendwie schon so weit gewesen sind. Richtig nice, Alter. Jetzt kann ich endlich die komplette Insel erforschen, erkunden, machen und tun. Und da auch nochmal die ganzen Fossilien aufheben, die da sind. Denn es gibt einige Fossilien.
Ah, okay, so komme ich runter. Es gibt einige Fossilien, die wir wahrscheinlich übersehen haben. Ja, hier ist schon mal direkt das erste. Vielleicht ist es auch irgendwie der Punkt so, das Spiel weiß, okay, du hast doch die Leiter, dann nutzt die doch. So, und na, jetzt spawnen die Fossilien auch anderswo. Das kann halt sehr gut sein. Moin, moin und Servus. So, wo komme ich denn hier lang? Ah, hier der Spot. Okay, okay. Da gab es doch auch noch ein Fossil. Genau hier. Seit Tag 1 schon. Ne? Wie hat mich das aufgeregt, dass da ein Fossil drin gesteckt hat? Und ich habe es nie rausbekommen. Jetzt endlich ist es draußen. Und meine Kicks sind vorübergezischt. Fürs Erste. So, was haben wir hier oben? Oh, da oben scheint auch ein Teich zu sein. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist halt, ne, was dir halt verborgen blieb, als du noch nicht die Leiter hattest. Zu wild, meine Brees. Zu wild. Gehen wir hoch. Ich will abchecken, wie die Lage hier ist. Das ist, glaube ich, die Ehrenbiene von gerade eben. Die lassen wir mal arbeiten. Hm. Hier sogar ein kleiner Teich. Wie auch immer der Fisch hier reingekommen ist. Wie auch immer er da jemals rauskommen wird. Oh, hier ist noch ein weiteres Fossil, Alter. Krank. Boah, das wird jetzt eine Laufroute jeden Tag, ne? Das wird jetzt eine Laufroute. Jeden Tag neue Fossilien abchecken. Dies, das. Man kennt's. Ja, also ihr seht auch übrigens mich hier im Flex-Mantel. Ich habe die gute alte Vixi wieder mal an. Und natürlich auch hier die Flexkette halt, ne? Immer zum Flexen. Man kennt's. Ich mag dieses Wort einfach. Flexen. Es klingt so. Es klingt sehr. Naja, wie sage ich das jetzt am besten? Es klingt ziemlich je, wenn man es ausspricht. So, Fossilien für Eugen Nummer 2, Teil 2. Gebe ihm so viel Fossilien, arbeite bei ihm jetzt Teilzeit. Huh? So, 3 Fossilien waren das an der Zahl und 2 konnten wir wegrendern. Das heißt, 1 können wir wieder verkaufen. Also, so langsam, ne, kommen wir an den Punkt an. Ich will nicht sagen, wir sind gut vorangeschritten mit den Fossilien, aber ich habe auch jeden Tag fucking 4 Fossilien gesammelt, ne. Ja, deswegen, ich glaube, wir können uns momentan sehr zufriedenstellen mit der Anzahl an Fossilien, die da unten drin sind. Ich bin noch nie da unten reingegangen. Ich bin generell noch nicht in diese ganzen Lager des Museums reingezischt. Das werden wir dann tun, wenn irgendwann der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ich wollte euch jetzt keine leeren Museumsräume zeigen. Wisst ihr, was ich meine? So, das juckt ja nicht, ne? Deswegen natürlich heute im Gewand der Flexkette. Macht ein Auge. Dann, da müssen wir natürlich anderweitig flexen, ne? Nicht mit dem Museum, aber naja. Wir verkaufen jetzt hier das nächste Fossil. Und zwar einen Thorax. Okay. Wie viel geben Sie mir dafür denn so, alte Stute? 4000. Cool. Sehr wild. Also sind jetzt noch knapp 150.000 Sternis Schulden. Ja, und da machen natürlich komplett Auge, die Brüder. Was für ein Trottel. Das Teil können wir locker zum doppelten Preis verticken. Und machen dabei Geschäfte, während er gerade versucht, die Schulden abzuzahlen. So ein Idiot. Das denken die über mich, wenn die Tür geschlossen ist, Alter. Ich sag euch das. Ein richtiges Mistschwein vorhaben. Und unterfangen. Ja, wo kommt das nächste Haus jetzt hin, ist die Frage. Soll es noch auf diesem Inselteil platziert werden? Oder wollen wir uns etwas weiter hinten hinwagen? Hier ist, denke ich, doch mal ein guter Spot, oder nicht? So ein Haus direkt am Strand. So ein Haus direkt am Strand, das wär's doch. Baukit für Haus 2. Ah ja, okay, das geht nicht. Ja, da macht Toni Auge. Was macht der denn da jetzt, ne? Passen Sie auf, Bruder. Ich hoffe, ich reiße jetzt keinen Goldbaum ab. Aber ja, ein Haus am Strand. Das wär's doch.
Ist diese Stelle in Ordnung? Die ist vollkommen okay. Und ich bin sehr gespannt, was ich dafür jetzt alles brauche und so. Damit steht fest, wo Grundstück Nummer 2 hinkommt. Mein Nukeform klingelt. Scheiße, Bruder, geh mal lieber ran jetzt. Kai. Ich wieder. Entschuldige, dass ich Stauern störe, aber ich hab da noch was vergessen. Lol. Folgendes. Du müsstest da eine Kleinigkeit anfertigen, und zwar einen Kranz aus Blumen. Wenn man die Klippen auf der Insel hochklettert, findet man welche. Mein Tipp des Hauses. Kleiner Tipp des Hauses. Ich habe dir eine Bastelanleitung für eine Leiter geschickt. Kannst ja schlecht die Wände hochlaufen, was? Gut, dann mach dich mal ans Werk. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ja. Wieso schickt ihr mir jetzt eine Anleitung für eine Leiter, wenn ich sie doch schon seit Parts machen konnte? Ich glaube, das sind die kompletten Tom Nook. Ich bin zu beschäftigt, um dir zuzuhören, Kicks. Ah ja, das ist, ihr müsst ja aufpassen, ne? Es gibt Leute, die sind halt wirklich so drauf, ne? Die hören euch nicht zu, ignorieren euch, wenn ihr mit denen redet und so. Immer geil. Damit möchte man doch weiter in Bekanntschaft haben, Alter. Na jedenfalls, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Lass uns mal ganz kurz gucken. Ich war gerade drauf und dran, irgendwie zum nächstgelegenen Berg zu laufen, um die Leiter zu benutzen. Man kennt's. An alle Bauhelfer, bitte gebt diese Items rein jetzt hier. Bauklotzanlage, Bauklotztisch und Rosentürkranz. Das scheint auf jeden Fall eine sehr holzige Angelegenheit zu werden. Nicht zum Abgeben, aber das kommt noch, das kommt noch. So, da haben wir noch den Romantikerstuhl, Romantikergartentisch und das Vogelhaus. Das sind ja wirklich sehr, man möchte sagen, wilde Zustände hier. Sehr wilde. Und im nächsten Part werden wir uns um diese ganzen Sachen kümmern. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Sina, die Stute wird auch noch später besucht. In einem anderen Part.